Hallo. Na, OP. Ah, Riley, mein Kind, du holst dir noch einen Schnupfen, wenn du so bauchfrei rumläufst. Ich glaube nicht. Verkühlst du die Lenden und so. Das ist nicht gut für dich. Nee, alles gut. Musst du aufpassen. Sicher, dass du nicht krank bist, wenn du mit dem Mantel rumläufst? Nö, wieso? Wir waren kalt. Der Flüssehaft. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun jetzt? Bah. Naja, aber schön, dich zu sehen, Riley. Ich muss wieder zurück zu Eli. Der hat was für mich. Geht doch nicht so in dein Bad hinein. Was? Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Ja, ich hab nur gesagt, die Lenden und so. Die wird total verkühlt und so. Die Lenden? Oh Gott. Ja, die Arme. Ja, ich komm schon klar mit. Ich hab schon Schlimmeres durch. Was? Achso, ja, okay. Ja, aber trotzdem. Mach mir hier Sorgen um dich, Kindchen. Mach dir halt keine Sorgen. Naja, trotzdem. Du musst auf dich aufpassen. Hallo. Ja, hallo. Na, Schnapspause. What up, man? Oh, ganz vorsichtig. Hector? Ja? Hector, ich hab ein Attentat auf dich. Also nicht so ein Attentat, sondern was anderes. Also. Hau raus. Pass auf. Wir brauchen für unsere Zeitung, ich möchte gerne so ein Interview-Segment machen, wo ich Leute interviewe. Ja. Und da habe ich mir gedacht, dass vielleicht so ein Interview mit dir so vielleicht ganz interessant sein könnte, Hector. Okay, aber was willst du mich fragen? Also mein größter Wunsch ist, dass ich mal leuchten kann im Dunkeln, aber das wird jetzt nicht so schnell passieren. Ja, das ist zum Beispiel schon mal eine Sache. Und das andere vielleicht mit der Holländerin, was du gerade erzählt hast? Na, das war ein Ding. Hector, du als Kind der Straße. Das ja, war bitter. Ich habe immer gesagt, die kann mein Deig latschen, aber das hat die nie gemacht, Mann. Wie hieß du mit Nachnamen? Habe ich immer ein Wortspiel draus gemacht. Was, Dai klatschen? Aber ich glaube, das dürfen nicht in der Zeitung. Ja, oder keine Ahnung, oder. Was war denn das? Renate, komm her hier. Keine großartigen Fragen. Wen willst du mitbringen? Wer ist denn jetzt schon wieder Renate? Kollegen oder was? Komm. Bring alle her, ja, bring alle her. Dann, ist es ein Dali? Dann bring ran. Alles klar, alright, peace. Wer war das? Eichendorfer. Dorfer. Ich hab einfach RE vor seinem Nate gehängt. Das ist auch Renate. Oh Gott, das hättest du mir nicht sagen dürfen. Oh, das hättest du mir nicht sagen dürfen. Kannst du denn daran... Stell ich dir gleich vor, OP. Okay. Ja, das ist ein ganz lieber. Artikel ist raus. Oh, hat das überhaupt nicht? Ist auch. Ja. Aber Obi, was willst du denn da so fragen? Ich meine, ich bin nichts Besonderes. Ja, darum geht's ja. Du musst ja auch nicht was Besonderes sein. Es geht einfach darum, so die Leute kennenzulernen hier in der Stadt. Na, das ist doch ganz leicht. Ja, ich meine jetzt aber mal so dich kennenlernen. Vom Wegen, ne? Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Was möchtest du erreichen? Also, da frag mich doch sowas nicht. So einfache Fragen. Penisgröße, sowas halt, ne? Also ich sag mal so, ich möchte jetzt keine genaue Angabe nennen, aber ich sag mal so, neben dem 6-Jährigen, der gerade im kalten Wasser war, habe ich einen großen. Das war ein Spaß, du hättest da jetzt nicht drauf antworten sollen. Ich wollte keine Länge antworten. Okay. Ja, nee. Dachte jetzt, ich mache einen Spaß, das klappte nicht so. Nee, aber ihr macht auch immer von so Fickelkram-Witze und ich dachte, jetzt meinst du auch so einen. Das ist doch nicht schlimm, ich habe da auch gut geantwortet. Ja, aber es hat keiner gelacht. Also war es ja kein guter Witz, oder? Die lachen nicht, weil das dem peinlich ist. Ach so. Sind die verklemmt? Ja. Ja, weil wir stinken neben dem 6-Jährigen ab. Ach so. Ja. Warum kann man mitten auf der Kreuzung stehen? Ja, die Rennleitung. Der war bestimmt wieder hier auf 94, mein Kumpel. Habe, hast du einen Moment für mich? Ja, ich habe sogar zwei. Ja. Ich wollte das nur gerne einmal mit dir durchgehen. Ja, klar, können wir machen. Also, ich bin da jetzt drin, genau. Okay, genau, ich habe dir das ja mal fertig gemacht. Du hast, auf der linken Seite hast du ja diese Leiste. Hier, ja, sehe ich. Genau. Eigentlich sind nur die beiden oberen Reiter für dich interessant, Beiträge und Medien. Ja. Genau, und alles andere musst du eigentlich gar nicht anfassen. Sehr gut. Wenn du auf Beiträge gehst, ja. Dann siehst du da die ganzen Artikel, die wir bisher veröffentlicht haben. Ja. Ne? Wenn du einen neuen erstellen möchtest, drückst du einfach oben auf Erstellen. Ah ja. Genau. Kannst du mal machen.
Ja, jetzt kommt hier so Werbung oder was ist das hier? Ich weiß, wie man schreibt, du das Programm. Okay, ja, jetzt drücke genau. Plus. Nee. Nee. Eigentlich müsste sich dann so eine. Titel hier eingeben. Hier. Genau. Dann hast du oben den Titel, den du eingibst und darunter halt den Text. So. Ja. Den kannst du, wenn du auf dieses Plus drückst, hier mit dem Finger da. Ja. Siehst du das? Ja, oder sehe, an deinem Computer. Dann kannst du das so ein bisschen umformatieren. Kennst du vielleicht aus so Textverarbeitungsprogrammen? Ja, kenne ich. Genau. Ja. Und wenn du rechts, ist nochmal so ein Menü hier, guck mal da. Ja, sehe ich. Ja, da gibt es Block und Dokument. Ja. Ja. Und da gibt es dann, wenn du auf Dokument gehst, Block ist irrelevant. Ah ja, Autor. Ja, sehe ich zum Beispiel. Genau, da sollte dein Name drin stehen. Ja, tut's. Genau. Dann, Das ist der Haken, den du gerade, wo du gesagt hast, ne? Beiträge auf der Startseite halten. Genau, den immer setzen. Ja. Bei Kategorien musst du eins anwählen. Das ist wichtig, sonst wird der Beitrag nirgendwo angezeigt. Ja, es ergibt ja auch Sinn, wir wollen genau, das auch einordnen, aber, ja. Genau, aber nur eine Sache, ne? Ja, klar. Genau. Und unter Beitragsbild? Ja, achso, da lade ich das Bild hoch. Genau. Wir machen das ja aber mal so, dass wir das in so einer bestimmten Maske machen, mit so einer ja. Vorlage. Ja, ja. Ich würde einfach sagen, dass wenn du was fertig hast, sagst du Bescheid, dann schießen wir ein Foto, ich mach das fertig und dann lade ich das hoch. Ja, klingt super. Ne? Vielleicht fahre ich morgen Vormittag bei den Steinen mal vorbei und mache ein Foto. Genau, oder du schießt mir ein Foto und ich... Du machst das alles drumherum und schickst mir das fertige Bild und ich lade das dann hoch. Ja, ja, machen wir also. Ne? Und wichtig, also das Letzte, was wichtig ist, aber das ist eigentlich immer aus, wenn du es einmal gemacht hast, unten bei Diskussionen. Ja. Muss der Haken bei Kommentare erlauben raus. Achso, ist aber gar nicht drin. Genau, denn den auch nicht reinmachen. Okay. Ne? Ach so, weil sonst könnten die ganzen Leute auf unserer Seite da rum spammen, oder? Ja. Und das will ich nicht. Ja, verstehe ich. Da gibt es diese ganzen, wie nennen die sich denn? Trolle oder so, diese Franzosen, die da drauf aufschreiben. Ja, genau, Franzosen sind schrecklich, aber. Oben, wenn du fertig bist, auf Veröffentlichen. Ja. Ja? Und das war's eigentlich schon. So ja, schreibst du einen ist Artikel. Ja einfach. Wenn du den Artikel bearbeiten möchtest, dann, das ist aber auch eigentlich relativ selbsterklärend, dann gehst du quasi auf die Übersicht von den Artikeln. Ja. Gehst auf den Artikel, dann bearbeitest du den und drückst halt oben dann auf Aktualisieren. Da, wo normalerweise veröffentlicht steht. Ah ja, da steht auch dann, dass du jetzt gerade einen bearbeitest. Genau. Du meinst, was ist jetzt los? Das ist, glaube ich, hier der Nate. Ah ja. Genau. Gut, ja. Das klingt nachvollziehbar, das kriege ich wohl hin. Ja. Und wenn nicht, hast du halt verschiedene, viele neue Beiträge. Die, ja, dann schreibe ich Hilfe. Genau, einfach Bescheid sagen. Du kannst auch gerne, bevor du deinen ersten Artikel veröffentlichst, das können wir sonst noch zusammen machen. Ja, vielleicht nicht schlecht. Das wäre ganz genau. Gut, ja. Dann zeige ich dir das einmal. Perfekt. Ja, ja super. Hopp. Super. Gut, dann gucken wir mal da. Genau. Hallo. Grüße. Was geht ab, was geht? Ja, was geht down? Ja, weil Tyson hat direkt gefragt, wen er verprügeln muss. Dafür, dass alles so abgefüllt ist. Wurde. Aber war eine wilde Nummer, sag ich dir so, wie es ist. Das war schon wild. Eichendorfer, hast du kurz eine Minute? Ja, safe. Ja, je. War das noch mit den Einzelgesprächen? Ja, ja, ganz schlimm. Ja. Ja, ja. Und such was läuft bei euch so? Such den Job, JDF, dann hast du sowas auch. Arbeiten. Nee. Ich kann dir einen suchen, wenn du willst. Mir einen Job suchen? Wir haben noch einen Job gerade für ihn. Kann sagen. Echt? Ja. Ja, ja. Du bist aber jetzt Doktor. Ah. Ja. Doktor! Doktor ja. Chiropraktiker. Tudu. Genau. Ach so, ein Einring-Profi. Ja. Ja. Oh. Hab gesagt, kann er noch mehr Zweisamkeit mit dir genießen ab. Ich krieg's vielleicht den Kiefer auszuringen, aber nicht wieder einzuringen. Guck mal, da ist schon die Rennleitung. Ja, was ist hier heute los? Ja, die suchen wahrscheinlich gerade jemanden, den sie disqualifizieren können. Ja, ja. Das bestimmt die Nachbarskinder. Ja. Safety Car Gassi fahren. Ja. Setzt aber voraus, dass auch jemand drin ist, der fahren kann, ne? Ja.
Ich weiß nicht, letztens waren wir in der Werkstatt, da stand schon wieder... Also ich war bei Bennys heute, hab gefragt, wie das Geschäft läuft. Die meinten, ja, privat geht, aber die kriegen ja genug Autos von der Polizei. Also scheint nicht schlechter zu sein, sagen wir mal so, ne? Ja. Ja, sehr gut. Ja, und bei dir so, Frau Riley? Was bei mir so? Ja, was macht die Sternwarte? Die haben Feiertage. Wie, die Sterne? Moment, die sind nicht am Himmel. Oh Gott, was machen wir denn dann? Bricht nicht alle die ganze Welt zusammen, wenn die Sterne auch weg sind? Das ist doch nicht gut. Die Sternenwarte. Ach so. Feiertage. Ich dachte, du wohnst da. Nö. Ach so. Schon lange nicht mehr. Bist du umgezogen? Ja. Ja, nett. Ja. Hast du was Großes gefunden, was Kleines gefunden? Was Kleines? Muss man dir alles aus der Nase erzählen? Erzähl doch mal ein bisschen, Kindchen. Ich bin bei Nate eingezogen. Ah ja. Ah ja. Naja, warum nicht, ne? So, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, aber JDF? Ja. Nix. Den kriegst du so zurück. Naja, also eigentlich gar keine Ahnung. Ja, ne. Also irgendwie. Der Savestra ist nicht getunt, gell? Nee, das ist noch gar nicht. Nicht so laut, gute Frau. Hau ihn, halt ich kann ihn auch nicht leiden. Einfach drauf. Ich hab den gekauft. Der braucht das. Hier in der Garage geparkt und seitdem steht er da. Okay. Hattest du nicht letztens ein Auto gehabt? Ich? Ja. Nee. War geliehen, ne? Oder? Ja. Ach so. Kann da nicht ran. Ich kann dir auch meinen Twingo anbieten, wenn du ein Auto brauchst. Ich hab ja jetzt gerade eins. Ja, aber wenn du noch mal ein zweites brauchst, weil man kann, dran geht um zwei Auto, ne? Ja, ein Twingo kriegen wir, glaube ich, auch noch irgendwo herausgegraben. Ja, ich glaube auch. Ich hab doch jetzt ein GF. Wolltest du dir denn auch noch so richtig so Umpf geben? Ich möchte ihm schon gern Umpf geben. Ja, sehr gut. Ja, da geht bestimmt aber was. Aber ich denke, wenn der Umpf hat, dann ziehen wir die Rennleitung ab. Ach, die Rennleitung, die mit ihrem... Wie hast das, du das, gesagt, das kannst du auch mit dem Rhapsody machen. Der ist gestern zwei Runden um PDM rumgefahren und die sind dann nicht hinterhergekommen. Das ja. ist actually so fucking sad. Ist kein Scherz. Der ist zwei Runden um PDM rumgefahren und die... Ja. Ja, und dann war irgendwann ein Helikopter. Das ist peinlich. Da kam ein Helikopter für einen Rhapsody, der weggefahren ist. Das ist noch peinlicher. Haben sie den denn gekriegt? Wisst ihr was? Ich habe keine Ahnung. Ich würde es bezweifeln, wenn die einen Helikopter dafür brauchen. Ich glaube, die brauchen auch mehr als sieben Leute, um eine Glühbirne zu wechseln. Na, jetzt macht das PD mal nicht so schlecht, ne? Also ich würde sagen, sechs reichen auf alle Fälle. Ja. Also was das Fahren angeht, Ja, weiß ich nicht. Mein Auto... PDM ist ja nicht da. Jetzt hätte ich schon längst mein Auto gehabt. Verdammt nochmal. Wie ist das PDM? Warte, ich ruf den an. Ich roll dir nur den roten Teppich aus. Was hast du dir denn geholt? Ja, eine Ellie. Was ist eine Ellie? Schönes Auto. Klassiker. Muscle Car. Okay. Also, ich hab da angeklingelt. Der ruft schon zurück. Kommt Motor drauf. Der ist größer als... Das ist fast größer als Sam, du. Das sag ich dir. Da auch nicht so viel dabei. Naja, gut, heute hat sie sich ein bisschen hier aufgestützt, ne, da mit ihren Schuhen. Das war mein erster Kommentar. Was machst du mit den Hacken? Ja, naja, so 30 Zentimeter rausholen kann man auch so, ne? Achso. Denn dafür sitzt du rot. Also fallen auf. Muss ja. man auch lassen. Ja, dafür ist sie aber obenrum vernünftig angezogen und holt sich keinen Schnupfen. Ich sag das, Riley, wenn du krank bist, ne? Ich hab's dir gesagt. Und dann hast du es mir gesagt? Ja, dann hatte ich recht gehabt. Okay, dann lege ich weinend im Bett und sag, Haber hatte recht. Ja, Frau Apfelbaum. Ja. So ist das manchmal. Ja. Old man. Ja, sag ich doch. Haber, wir hatten heute Mittag 19 Grad.
Ja, ich weiß, aber ich hatte das hier halt in der Uni noch an und bin so rausgegangen. Ich müsste mich mal irgendwann umziehen, vielleicht, weil ich bin noch nicht so gekommen. Ja. Hey, Harper, hast du eigentlich mitbekommen, dass Betty White tot ist? Ja, voll traurig. So, wer von euch kennt alle Betty White? Na? Na? Sam? Riley? Nee, da bin ich raus. Das JFK? Ist hier von die anderen von beiden Herren? Nein. Das ist hier von den Golden Girls? Da, ja! Was du mal guckst. Genau, von den Golden Girls ist die eine gestorben. Total traurig. Ja, kurz bevor sie 100 geworden ist. Das ist wie bei dem Einrennen von Schumacher damals, als ihm kurz vor dem Ziel der Reifen geplatzt ist. Also kurz bevor Schumacher 100 geworden ist. Hä? Ihr beide verwirrt mich ständig. Ja, das ist so ein Journalistending, das gehört dazu. Ja, die Taktik ist Verwirrung. Hätte ich vielleicht doch Journalismus studieren sollen? Nein. Würde ich es jetzt verstehen? Ich verstehe es auch nicht, Riley. Okay, gut. Was? Musterschülerin 1, kannst du nur. Mir soll ein Rücken fallen. Ja, aber... Warte mal, Eli, kannst du mal ganz kurz das Katana hinten rausziehen, was sie mir gerade reingesteckt hat? Da steckt nichts, Harper. Das ist dein Rücken. Das ist irgendwie ein Nerv, der eingeklemmt ist. Sie hat einfach nur gesagt, dass sie es nicht versteht. Ja, Dr. Törö weiß Bescheid, ne? Dr. Törö. Könnt ihr dem nicht irgendeinen anderen Schülern geben? Wer ist denn Dr. Was ist denn jetzt wieder Dr. Törö? Ich versteh's nicht. Siehst du? Schnaps rauslöst, Dr. Törö. Erst haben die mich alle Elefant genannt. Dann war ich Törö. Jetzt bist du Dr. Törö Elefant. Wieso das denn? Guck mal was aus, wenn ich dich anrufe. Ich hab keine Ahnung. Warum nennen die sich nicht Mr. Lazy, so wie ich dich immer unter den Kollegen genannt habe in einer Uni? Oh. Du hast ihn Mr. Lazy genannt? Nein! Die Kollegen nur. Ich nicht. So voll ist er doch gar nicht. Nicht mehr. Was wollten wir noch was anderes machen heute? Lass uns mal runter zum Yachthafen fahren. Yachthafen, ja. Was wollt ihr da machen? Ila hat ein Boot gekauft. Warum hast du ein Boot gekauft? Weil das cool ist. Ja, dann lass uns Boot fahren. Da stand einfach ein Pound da rum. Wo, am Yachthafen? Ja. Alter, da war jemand was vor. Ein Pounder an Bennys Auto und ein roter Van. Dunkelroter. Eddie hat was vor. Ja. Ist das der vor Bennys? Ja. Ah ja. Er fährt da auch immer raus. Ja, genau, dass der Mr. Pounder voll ist mit Fisch. Oh, also mit Fisch wahrscheinlich gar nicht, weil den kannst du da ja direkt verkaufen, wo du da anlegst. Ach so. Ja, ich müsste mich vielleicht ein bisschen umziehen vorher, weil langsam wird mir ein bisschen, ne? Warm. Ja, dann, Wir können dir auch so einen Bauchfreistopp besorgen. Ja. Ich habe auch noch welche. Ich glaube, die werden mir nicht passen, aber danke. So grazil wie du bin ich halt nicht geformt. Muss man ja einfach mal sagen. Wir knuten zwei, drei zusammen. Ich hab die in drei Farben, dann hast du halt so drei Farben. Ich kann einfach ein T-Shirt nehmen und einfach unten abschneiden, bauchfrei. Ja, kannst du auch machen. Dann habe ich so einen Fransen-Look, das war doch mal irgendwann mal in, oder? Ja, bestimmt. Ja, als du 60 warst oder so. Ja. Ja, das kann sein. In den 80ern. Was willst du? Also. Das ist nicht okay. Ja. Hör mal hier auf JFK. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Hör mal auf mich. Hier bist du noch 107? Soll ich zur Seite gehen? Sam, halt mich zurück. Ich dreh sonst ab. Halt mich bloß zurück, Sam. Halt mich bloß zurück. Ja, also eigentlich kannst du auch mal einen. Der hat das verdient. Der braucht das. Ich halte ihn fest. Aber ich hänge ihn nicht. So, weißt du was? Kennst du einen Flutschfinger? Oh ja. Nein. Ja, doch. Ja. So. Beide Ohren einmal abge. So. So. Muss er nicht mehr duschen, ist auch gut. Fuck, ist hier vor sich bis immer durch. So. Sollen wir dann zum Yachthafen? Und nächstes Mal, ne? Packe ich meine Geheimwaffe aus. Ja, dein Rollator? Ja, den ziehe ich dir richtig über den Kopf. Okay. Mach mal. Warum lachst du eigentlich vor Äpfelbaum? Nenn mich nicht immer Apfelbaum. Ja, ich sag das doch verdammt nochmal immer. Warum musst du mich denn immer korrigieren, Sam? Ich sag doch immer schon Apfelbaum. Also, Riley. Sam hat auch mal so Ja!
Sie, weißt du, die kommt zu mir und sagt, ich heiße Samantha Joy und ich so, Sam reicht. Lange Namen kann ich mir eh nicht merken. Ja. Aber immerhin hast du dir Sam gemerkt. Ich meine, das ist ja auch normal im Alter, ne? Aber sich nicht, ja, da kann man sich Sachen einfach. Ja, aber was ist denn hier los? Aber habt ihr alle irgendwie Lack getrunken oder so? Ja, zu viel eben am Auspuff nicht, geschnüffelt oder was? Also bei dir kann das vielleicht sein, dass du ein bisschen unter Kühlung hast. Das zieht nach oben, okay. Aber so, was mit euch beiden ist. Fahren, geht's dir dann besser? Ich weiß nicht, vielleicht durch die High Heels nicht irgendwie. Mit, ja, Blutstauung irgendwie so. Und ja. Ja, und bei Ila ist eh alles verloren. Naja, gut, so. Also. Hast du lange alles verloren? Hey, gar nicht. Hast du dir den mal angeguckt? Ja? Ja. Hast du dich mal angeguckt? Lieber als dich, ja. Ja, also können wir das vielleicht ein bisschen harmonischer haben? Wir sind gerade ein bisschen streitsüchtig hier. Quatsch. Der weiß, wie es gemeint ist. Ja, so wie du sagst. Ja. Also nee. Kann man nicht ein bisschen Harmonie? Warum? Und so? Das ist doch Harmonie. Naja, gut, wenn du das sagst. Das ist schon immer so. Ich glaube, ich weine gleich. Naja, ich habe ja gesehen, wie du ihn abgefüllt hast auf der Hochzeit. War lustig. Ja, hat auch gebraucht. Ja. Wenn die Familie heiratet, braucht auf jeden Fall Alkohol. Ich wollte gerade sagen. Ja, gut. Genug Nettigkeiten ausgetauscht, oder? Ja. Ja. Wo ist denn das Auto? Eingepackt. Achso, ja, dann. Soll ich den. Warte, wir können ja den nochmal einpacken. Ja. Wenn wir jetzt zur Seite gehen, fährt sie jetzt? Ja, geht mal die Deckung. Oder das, Sam. Du bist die Schwester, ja. Da passiert nichts. Ja, richtig. Ich beschwitze. Wir haben überlebt, Wahnsinn, das war mein Vietnam. Das ist dein Karma oder so. Ich bin froh, dass du uns nicht alle totgefahren hast. Ich hasse dich. Ich weiß. Gut. So, wer fährt mit wem? Ich weiß nicht. Ja, wir vier, keine Ahnung, kommt ihr alle mit? JDF, kommst du mit? Machen wir denn gucken, angeln, weiß jagen, ich nicht. Fischen, weiß nicht. Kommt auf die anderen an. Also ich brauche erstmal was anderes, was bequemeres zum Anziehen. Ja, wir fahren jetzt erstmal was anderes zum Anziehen holen und dann fahren wir kurz zum Yachthafen runter und dann gucken wir weiter. Ja gut, dann komme ich mal irgendwie hinterher. Okay. Gut, dann wir fahren, bis gleich. Also angeln ist auch nicht unbedingt. Ja, wir fahren erstmal gucken, was abgeht. Der braucht eine Clownshupe. Ja. Na, Harper, soll ich dir beim Einsteigen helfen? Du hast die Kindersicherung drin, ich krieg die scheiß Tür nicht auf. So. Witzbold, hast abgeschlossen, hast du. Ich hab's genau gehört. Ja, was mit Riley? Weiß nicht. Fuck, Riley! Ja! Ja, komm mit. Ich komm hinterher. Oh, was war das denn? Ja, also jetzt habt ihr ein Boot, gefühlt 30 Autos und Sam hat mir jetzt ein Motorrad. Wir haben gar nicht gefühlt 30 Autos. Ja, 25, okay. Auch nicht. Wir haben drei Autos. Ein Twingo, den RSX und den Sultan. Ach so, ich hatte jetzt noch was mehr. Ja gut, und ein Fischrap-Wagen. Ja, und die Vans halt, aber gut. Van, ja. Ja genau, und zwei Vans, also sind wir schon mal. Ja, aber die zählen halt irgendwie nicht. Also quasi knapp 20. Ist aber auch ein teurer Schuppen hier. Ja, was bequemes zum Dings dann? Keine Ahnung. Ja. Ah, ja doch, aber ja. Wenn wir eine Runde rausfahren wollen, dann solltet ihr euch vielleicht ein bisschen. Achso, rausfahren wollen wir auch noch. Wollt ihr jetzt eigentlich nicht unbedingt rausfahren? Der ist auch, wie viel Platz hat er? Nicht angeln, aber viel. Aber vielleicht mal eine Runde durch den Yachthafen oder so. Ja, dann muss ich mal wasserfeste Schuhe anziehen hier. Ja, gut, dann braucht ihr. Ja, wenn wir nur eine Runde durch den Yachthafen drehen, dann braucht ihr euch auch nichts Dickes anziehen.
Ich auch. Na gut. Sollen wir? Ja. Sam sieht eher aus, ob es gleich baden geht. Hola. Papa, du solltest demnächst mal mit JDF im Partnerlook gehen, der rennt auch irgendwie so rum. Ja, wir fahren wieder vom Ich hab auch so ein Ding. Ah ja. Ja, das ist doch geil. Ach komm, ich fahr bei dir mit, du hast auch so einen schicken Wagen hier. Ja, natürlich. Oha, hier sitzt man mal tief drin. Ja, ja. Eine Rennsammel. Ja. Ja, diese neumodischen Autos sind halt nicht so meins, ne? Ich bin ja eher so der Klassiker. Naja, das ist eigentlich auch ein Klassiker. Naja, jetzt kann man natürlich Klassiker definieren, ne? Also ich meine, ich wollte mir solche Autos holen, als ich jung war, weißt du, so. Gottes Willen! Ja, die sind kurz entschlossen hier vorne, die beiden. Ich glaube, der Roller davor gibt gerade Vollgas und kommt nicht weiter. Mit der Geschwindigkeit. Weil da sitzen zwei Leute drauf, ne? Ja, gut. Und die halten auch noch überall an, wo Stopp steht. Das ist kein Roller, das ist ein Moped. Ist das ein Moped? Dann fährt es aber wirklich langsam. Moped. Ich habe einen Radsteller. Also ist ja unglaublich. Der Yachthafen, ach, ist der. Wo ist der denn? Auf der anderen Seite der Stadt? Ich weiß nicht, wo die beiden hinfahren, ne? Achso. Eigentlich hätten wir anders fahren können. Oder muss Sam jetzt noch irgendwo andere Kleidung sich kaufen wieder? Und jetzt? Ich glaube, wir sammeln noch einen. Achso. Ich wollte gerade sagen, das ist kein Hafen hier. Hätte ich jetzt. Also. Nee. Ja, ist hier der Stadthafen? Ja, wir waren hier immer auf Riley. Ach, hier wohnt die? Ja. Ja, die wohnt hier. Gucken, ich mir das. Ja, da komme ich mit. Ah ja. Oh, hier ist sogar noch frei, oder? Ach, ich glaube, ich habe mir das. Ja, sieht so aus, ja. Oh, kostet auch 25.000. Das geht. Oh, hier ist eine Menge frei. Oh ja. Hier ist sogar fast noch alles. Hier ist gar nichts bewohnt, ist hier. Okay, hier ist wirklich was alles frei. Oh. Guck mal, die haben hier sogar schon Sitzgelegenheiten. Das ist hier schon gemütlich gemacht. Echt, ne? Oh, guck mal, es gibt einen Pool. Ja, hoffentlich pinkelt da nicht jeder rein wie bei euch. Ich wollte gerade reinspringen, jetzt habe ich es mir nass überlegt. Naja, außerdem musst du mit nassen Sachen dann wieder ins Auto. Ja, das stimmt. Ich meine, Ila ist schon gewohnt, aber nein. Wie findest du meine Tattoos? Den ganzen linken Arm habe ich voll. Da ja, schick. So ein Band und hier so ein Pfeil hinten drin. Ja, schick, schick. Und am Hals habe ich einen Schmetterling. Ich finde die gut. Ja, ne? Ja, nicht schlecht. Ja gut, ich bin jetzt nicht so der Freund, der sich so Farbe so drauf auf die Haut und so, aber wenn du Spaß hast, also wenn es dir gefällt. Doch, ja, schick, das schon ganz schick, gut. Schick. Brauchst du auch eins? Ich brauche auch eins, ja. Ich möchte gerne ein Motorblock auf die Stirn. Ein Motorblock auf die Stirn, das kriegen wir bestimmt. Nein, dann bloß auf. Sam, das erzählst du jetzt nicht weiter. Nein, okay, mach ich. Aber meinst du, hier vielleicht noch eine Wohnung zu holen? Weiß nicht. Ergibt Sinn? Weiß ja nicht, wie das bei euch ist, also mit der Wohnung. Ja, stimmt. Warte mal. Hat Ina ja doch irgendwas. Ja, er hat gesagt, er hat ihn nicht wieder getroffen. Den? Ja, der Typ, der zwei Wohnungen hat bei euch. Der dann nee, wieso? Ist gut. Oh. Ina, wie sieht's, weißt du, wie das aussieht warte mit Wohnungen bei uns? Also eine kann ich auf jeden Fall klar machen. Ich dachte, er ist nicht erreichbar, der Typ. Ja, die letzten Tage nicht, aber ich schreibe ihm eine SMS nochmal, ja, okay. dass da irgendwie aber hier wollte nicht der, hier, der JD Dings da, wollte doch ja, mal ja, fragen. Ich, ja, nee, das ist irgendwie, warte mal, nicht, der Vermieter hat sich da quergestellt. Ah ja, ja gut, aber dann wissen wir, was du denn bist. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja, sollen wir denn eben kurz runterfahren, oder? Wo ist denn jetzt Riley? Ach so. Wie sie verfahren. Was? Nein. Redet Ilan mit uns, redet, oder? Nee, ich bin am Telefon. Telefoniert. Oh, das habe ich nicht gesehen, durch eure getöteten Scheiben da. Ja, ich nehme ihn nicht ab. Kam noch gerade jemand auf dem Feuerstuhl. Ja.
Sag mal, den gerade vor euch hatte da, der ist aber auch die Stelle gefahren, oder? Ja. Ja, was ihr gerade vor euch hatte, das Moped oder was das war? Ja, weiß nicht, die haben auch ein Ticket, das ist ganz komisch. Nein, die sind auch ganz schön gestickt, die wollten bestimmt so einen Versicherungsunfall hervorrufen. Ja, das könnte das sein. Versicherungsbetrug. Ja, ist zwar, ja, das könnte, aber ja. Was ist Versicherungsbetrug? Ach, vor uns war so ein komischer Roller, der hat ganz stark abgebremst. Dann bestimmt mal haben. Ja, jetzt ist Dings am Telefon. Ja. Der ist immer am Telefon. Doktor, wichtig. Oh oh, Rennleitung! Hier, meine Damen und Herren, sehen Sie... Ui. Oha, oha! Da sehen Sie, zur linken Seite sehen Sie gleich den Unterboden des Polizeiautos. Auf der rechten Seite der Rest vom Auto. Mit wem telefoniert er denn überhaupt? Ist das eine? Ich wollte ja früher immer mal Kommentator werden, ne? Aber. Wem Eli telefoniert? Mit irgendeinem Ei. Rührei? Ach, Rührei, oh Gott. Rührei? Ich brauch da nicht wieder Geld. Ja, wir haben einen Typ kennengelernt, der heißt Rührei. Also eigentlich heißt er nicht Rührei, aber der hat irgendeinen langen, komplizierten asiatischen Namen, also nennen wir ihn Rührei. Du meine Güte. Und er sagt zum Abschied immer Bratpfanne, also irgendwie passt das. Naja, jedenfalls haben wir den kennengelernt an dem einen Abend und weiß nicht, eine Stunde, eineinhalb später hat er einen Super Lack Geld. Unter dem Herr. Ah, okay. Entschuldigung, Sam, ich war abgelenkt. Ja. Oh. Die Rennleitung hier mal, ne, zum Angriff bläst. Ja, sollen wir mal hier weg? Ich hab keinen Bock auf die. Ja, ja. Nicht, dass sie hier JDF irgendwie noch abfangen wollen oder so. Warum? Ja, weil du auf den Bürgersteig. Die haben genug Probleme. Die kommen dem. Kommen die dem. Beide Güte, die werden gerade von einem Elektro-Go-Kart abgezogen. Was ist denn das überhaupt für ein. Ja, ja. Achso, du musst den alle hinterher, ne? Oder? Nö, zum Yachthafen. Achso. Okay. Müssen nur aufpassen, dass wir jetzt hier nicht gleich quer jemanden haben, ne? Ja, alles gut. Ja, ich höre sie immer noch. Naja. Naja, ich. Also irgendwann wollte ich mir doch mal so einen etwas schnelleren Umf auch eigentlich holen. So ein Komet. Komet? Komet Retro Custom. Der bin ich schon auf der Autobahn mitgefahren, aber da war noch Schnee. Da ist der halt ein bisschen sehr schlitterig gewesen, aber der lief schon ab Werk über 200, ne? Ja, der geht gut vorwärts, ja. Das ist wichtig. Der war schon ganz schick. Das ist so mein nächstes Ziel, denke ich mal, als zwei. Der Trend geht ja zum 2 Euro, ne? Ja, auf jeden Fall. Und der Dings ist, die Ellie ist einfach so gemütlich ein bisschen durch die Gegend fahren, ne? Ja, braucht man da auch sowas. Ja, ja, einfach mal die Seele baumeln lassen, ne? Vernünftig. Naja, bei dem Twingo kann ich nicht viel Seele baumeln lassen, da kann ich ja nur verzweifeln, ne? Ja, das ist richtig. Ich glaube, ja doch, hier unten. Obwohl, schlecht fährt der auch nicht, der Twingo, ne? Nee, das also, gibt's schlechtere. Ich weiß, ich sehe gerade, wo unser anderer Van ist hier, ne? Ja, ja, hier steht auch einer von mir. Ich glaube, das ist auch einer von uns hier. Miles Nummer 3, ja, das ist auch einer von uns. Ah ja, okay. Naja. Ja, also meiner ist, ich habe ja auch so einen Silbernen, der ist momentan ja gerade in der Werkstatt. Den habe ich an der Uni 2 Tage stehen lassen und dann hat er ein bisschen gequalt beim Anmachen, habe ich nochmal richtig Gas gegeben und dann hat der Motor sich nicht mehr gerührt. Ja, das habe ich halt. Ja, Motorschaden, ne? Qualmte noch so komisch. Naja, kann man nicht so machen. Also, dann ist vorbei. Ja. Ah, Captain Iglo? Na, da kommt. Zeig euch das. Oh, gibt es da panierten Thunfisch? Panierten Seelachs, meine ich, an Bord? Nee, aber Thunfisch. Aber ja. Nicht paniert. Ja, mit so ein paar Zwiebeln. Ja. Ich glaube, wir sind echt Captain Iglo, ne? Die Vents gehören alle uns. Ich glaube, das sind doch alles unsere Boote, oder? Ich weiß es nicht, kann sein. Ich glaube. Wundern wird's mich nicht. Ganz schön schmal hier.
einfach, er hat sich gleich ein Sportboot geholt. Ja, der braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Farbe. Ja, klar. Naja. Eieiei. Für welche Angelausflüge ist das Ding gedacht? Sieht mir eher nach Spaß aus und nicht nach Angelausflügen. Also, da kann man bestimmt auch Spaß mit haben, ja. Aber ich fand das irgendwie cooler als ein komisches Schlauchboot da drüben. Das ist schon ziemlich cool, ja. Ja. Passt mehr rein, ist schneller, ist irgendwie cooler. Verdiener. Darf ich mal fragen, was das gute Stück gekostet hat ungefähr? 68.000. Boah, das geht ja. Ich hätte jetzt irgendwie mit einer 1 und so vorne gerechnet. Aber das habe ich heute schon wieder reingeholt durchs Angeln. Ah ja. Okay. Ja, ich war 3 Stunden angeln. Ja. 3 Stunden. Ja. Und wo hat ihr das verkauft? Gibt es irgendwie einen fachmännischen Angelgeschäft? Das Boot oder die Angel? Naja, alles. Also die Angel oben am Angelsteg. Aber die, also, du solltest da schon, wenn du da rausfährst, eine ordentliche Angel haben, weil, weiß ich, sind größere Fische und so. Die, so eine ordentliche Angel oben, da kostet ungefähr, ich weiß nicht, was waren das, JDF? $5,000? Ja, ich glaube, 5.000. Ja. Oh, genau. Ist die mit Gold bestäubt oder was? Nö. Ja, ja. Geht eigentlich. Und das Boot gibt's oben ein Stück südlich vom Wald. Stück südlich, da bist du erst noch runtergefahren. Wo tankst du das Zeug? Unten im Hafen gibt's bei der Garage gibt's eine Zapfsäule und ich glaube hier im Yachthafen auch. Wenn ihr kurz einsteigt, dann können wir mal gucken. Mich interessiert das nämlich auch. Passen wir da alle drauf? Ja, da ist einer. Ich fahr vorsichtig, steigt einfach auf und setzt euch oder haltet euch fest. Auf City! Ja. So sind die Schwestern halt, ne? Ja, ja. Ja, weil die eine der anderen. Ach Leute, ihr macht das alles unprofessionell. Ihr müsst da einfach. Schönes Boot hast du auch von unten. Top. Das ist super. Hast du den poliert oder so? Das ist auch nicht das gut. Ja, es ist. Ja, läuft hier, würde ich sagen, ne? Ja, ja, das ist. Ja. Kommst du hoch? Ich sitz auf dem Boot. Okay. Und hoffentlich bleibe ich da auch. Ich sitze hier an der Seite, kann ja nichts passieren, ne?